Ja, Björn, ein schweres Auswärtsspiel in Paderborn, am Ende knappe Niederlage. Woran hattet ihr liegen, sagt man immer so gern. Ja, glaube ich, ganz einfach. Am Ende, die eine Mannschaft wollte es mehr als die andere, hat mehr Energie investiert, natürlich auch das Heimpublikum im Rücken gehabt. So relativ banal beschrieben. Ihr habt euch gut wieder rangekämpft nach dem ersten Abschnitt. Ja. Aber im letzten Viertel gab es dann wieder den Abfall. Was hat da den Ausschlag gegeben? Ja, wie gesagt, großer Energiefaktor. Ich fand, schlecht ins Spiel gestartet. Viele Fehler gemacht, aber auch vor allen Dingen nicht auf die Intensität gekommen, die Paderborn investiert hat. Dann konnten wir so mit einigen Jungs Schritt für Schritt da anknüpfen. Leider nicht mit allen heute. Ja, und dann siehst du, wie gesagt, dass die eine Mannschaft hat noch ein Ziel vor sich, die andere hat ihr Ziel erreicht. Apropos Ziel erreicht, das haben die Dresdner, die nächste Woche nach Münster kommen, auch. Die haben nämlich die Playoffs geschafft und ihr habt aber noch eine Rechnung offen. Ich weiß nicht, ob es da noch um Platzierungen geht für die. Ich denke mal schon. Ähnliche Situation. Ich hoffe aber trotzdem, dass wir bei dem letzten Heimspiel uns noch mal ein bisschen mehr reinhängen, ja, was die Intensität anbelangt und da auch nichts verschenken. Natürlich war das auch das Hinspiel enttäuschend mit dem letzten Wurf da. Ne? Eigentlich phasenweise gut gemacht. Klar, wäre nochmal ein schöner Abschluss am Ende. Und es wird wahrscheinlich auch wieder richtig schön voll werden. Da freust du dich mit Sicherheit auch drauf. Ich hoffe doch. Nach einer tollen Saison, glaube ich, haben sich die Jungs auch das verdient, dass nochmal da gute Stimmung herrscht. Ne? Ich meine, Volleyball ist jetzt auch vorbei. Preußen ist auch jetzt langweilig. Ja, also sollen die nochmal alle zu uns kommen. Stichwort Preußen, was hast du zum Aufstieg? Ja, freue mich total für die. Ne? Hab ja heute Mittag schon an meiner Haustür liefen die Grünen vorbei schon, lautstark. Da wusste ich, na, wenn heute der Aufstieg gemacht wird, dann eskaliert Münster wahrscheinlich. Ich hoffe, dass wir noch irgendwie nach Hause alle kommen, ansonsten müssen wir wahrscheinlich mitfeiern. Aber ich freue mich für die Organisation. Ich glaube, haben das toll gemacht die letzten Jahre mit den richtigen Entscheidungen und sich dann auch dieses Jahr, glaube ich, verdient. Danke dir. Gerne. Ja, Olli, ein schweres Spiel in Paderborn, knappe Niederlage. Ihr wart schnell in Rückstand geraten, habt euch aber wieder rangekämpft. Wie hast du es erlebt? Ja, ich dachte auch erstmal, uiuiui, das geht ja hier gar nicht gut los. Die treffen alles. Unser Gameplan ist nicht so richtig aufgegangen. Wir wollten halt aggressiv spielen und die natürlich ein bisschen rausnehmen und dann haben die alles getroffen, gut den Ball laufen lassen. Eigentlich Sachen, die wir auch wegnehmen wollten, das hat dann nicht funktioniert. Und dann sind wir in Teamforce gekommen, sind in die Switch-Defense reingekommen und dann haben wir irgendwie so ein bisschen den Zahn gezogen. Die haben ja noch 30 Punkte im ersten Viertel gemacht, aber im zweiten Viertel waren wir dann viel mehr da, haben nur 14 Punkte gemacht. Und ich glaube, dass wir uns über die Defense und natürlich über das eigene Shotmaking, das darf man jetzt auch nicht vernachlässigen, wir haben auch im ersten Viertel durch 24 gemacht, wieder reingekämpft und dann uns, ich glaube, wir haben dann sehr befreit aufgespielt und dann einfach den Flow des Spiels mitgenommen. Ja, und dann gab es den Abfall wieder im letzten Viertel. Warum? Ja, ich würde sagen, die haben sehr gut verteidigt, wie eine Playoff-Mannschaft. Also das darf man nicht vergessen, wir waren heute auswärts, die sind eine Playoff-Mannschaft und die haben sehr, sehr intensiv gespielt. Und heute hat Hilmer sehr viele Minuten gesehen und ich glaube, der war dann auch ein bisschen müde. Connor hat sehr viel gespielt. Ich glaube, Müdigkeit und dadurch, dass die viel durchrotiert haben und dann aber nochmal einen Step nach oben gemacht haben, das konnten wir dann nicht gut beantworten. Ja, und dann haben die so ein bisschen den Zahn damit gezogen, sind mit 9, 10 Punkten weggezogen. Das war dann ein bisschen zu viel. Es war eine tolle Kulisse hier, aber nächste Woche, letztes Heimspiel in Münster, wird auch eine tolle Kulisse gegen Dresden. Ja, das wird eine bessere Kulisse natürlich. Natürlich, auf jeden Fall. Was nehmt ihr euch vor fürs letzte Spiel? Ja, wir wollen das auf jeden Fall gewinnen. Wir haben mit Dresden auch noch eine Rechnung offen. Wir werden uns jetzt aber vorbereiten und ich hoffe, dann können wir mit den Fans zusammen einen schönen Saisonabschluss haben und gemeinsam feiern. Wir müssen in Münster heute noch was anderes feiern und zwar sind ja die Preußen aufgestiegen. Freut euch doch sicherlich auch. Ja, natürlich. Immer, wenn Münsteraner Team gewinnt, freut uns das immer. Auch die USC-Frauen sind ja auch in die Playoffs gekommen. Ist ja auch jetzt das erste Mal gewesen seit längerer Zeit und sowas ist immer sehr schön und das nimmt man mit. Danke dir. Ja. Danke euch. Alright, Hilmar. Great game for you, but unfortunately no win today. Why? I feel like we kind of lost it in the first quarter. We allowed them to score 30 points, which is way too much. We had a good stretch defensively in the second quarter and the third. And in the fourth quarter, we made a lot of mistakes. And I personally, I think that cost us the game.
You got good shape late in the season. How do you feel it? It's mostly mentally challenging, but you know, you have to stay focused, and I wanna, even though we're not gonna make the playoffs or we're not dropping down leagues, I still, you know, have to keep a mindset that we're playing for something and I want to win. And we have a game on next Saturday against Dresden, and I want to play that game, win that game. So we just have to stay focused, and I think we can beat them. All right. Thank you very much. Thank you.